Wir begrüßen Sie aus Wellington. Guten Abend zum letzten Spiel der Asien-Qualifikation hier in Neuseeland. Wir freuen uns auf das letzte Spiel Südkorea gegen die Vereinten Arabischen Emirate. Das Hinspiel 6:1 für Südkorea. Die Ausgangsposition ist eigentlich klar. Es braucht ein Wunder für das Team von Bert van Marwijk aus den Emiraten. Und trotzdem haben Sie 90 Minuten Zeit, alles reinzulegen. Zunächst die Hymnen. Es war im Hinspiel letztlich deutlich, sicherlich deutlicher als das Spiel auch über weite Strecken war. Trotzdem war Südkorea der klare Sieger. Es gibt ein paar Veränderungen. Lee Jae-sung beginnt in der Startelf, genauso Park auf der linken Seite. Damit nimmt Südkorea die beiden gelb vorbelasteten Spieler raus. Das war einmal Kim der Stürmer und Kim der Linksverteidiger. Die Vereinten Arabischen Emirate stellen ein bisschen um. Zwei Stürmer, Khalil neu dabei neben Mahmoud. Abdulrahman heute Kapitän auf der linken Seite und dann sind wir gespannt. 6:1 im Hinspiel. Südkorea steht eigentlich schon so gut wie sicher fest als Teilnehmer in Kanada. Und doch haben sie 90 Minuten Zeit, die Vereinten Arabischen Emirate, um das auszugleichen. Es braucht von Beginn an Offensive. 6 Tore müssen erzielt werden und eigentlich ist die Ausgangslage hoffnungslos für den Vize-Weltmeistertrainer von 2010, für Bert van Marwijk, der mittlerweile Trainer in den Emiraten ist. War da vorher unter anderem in Australien bei der Weltmeisterschaft letztes Jahr. Jetzt Projekt in den Emiraten. Lee gleich durchgelassen. Aufgepasst. So, Khalil, das ist der neue Stürmer, der heute den Torschützen aus dem Hinspiel ergänzen soll. Mahmoud jetzt am Ball. Bekommt, glaube ich, Tommy Deich. Zunächst mal gibt es jetzt schon die erste gelbe Karte für Lee Jae-sung. Das ist der Kida. Ja, und das ist richtig. Klares Foul. Abstoß für Südkoreas Torwart. Nochmal, die gelb vorbelasteten Spieler sind draußen. Und die wird Paulo Bento sicherlich auch nur dann bringen, wenn es notwendig ist. Mahmoud, Khalil. Paulo Bento hat gesagt, wenn zur Halbzeit die Null steht, dann wird er das erste Mal durchatmen. Vorher ist es noch nicht so weit. Oh, Son mit der Chance und gleich mit dem Tor. Schöner Kopfball. 1:0 Südkorea. Viertes Tor in der Quali für Heung-min Son. Und das war abzusehen, weil der Torwart der Emirate, heute ist es Khasif, nicht rauskam. Und Son am Ende mit dem Kopfball abschließen darf. Ja, geht genauso weiter, wie sie aufgehört haben. Son mit 3 Toren im Hinspiel. Rechte Seite. Jetzt kommt die Flanke. Und Khasif muss da eigentlich dann rauskommen, um den Ball wegzufausten. Bekommt heute
sein Auftritt. Das hat Van Marwijk aber auch so gesagt. Es ist keine Entscheidung gegen Khalid Aissa, der im Hinspiel die 6 Tore gefangen hat, sondern eine Entscheidung für Khasif, damit auch der ein Spiel bestreiten darf. Ist der etwas ältere Torwart, etwas mehr Einsätze spielt in Al Jazeera. Und ja, hat jetzt gleich das erste kassiert. Ausgangsposition hat sich nicht verändert. Das sei, um das Ganze komplett zu machen, noch dazu gesagt, weiter 6 Tore, dann gäbe es eine Verlängerung. Son mit Lee. Und wieder Son. Haben auch in der Verteidigung ein bisschen umgestellt. Bei den Emiraten scheint noch nicht so gut zu klappen. Fast die Flanke für Lee Dae-sung. Heute ist Mohamed Ahmed, den wir gerade gesehen haben, auf der rechten Seite. Und Ismail, der Riesenprobleme hatte mit Son, zentral. Passt genau in den Fuß von Kom. Namtahi, bisschen defensiver als im Hinspiel, weil Lee die offensive Position spielen soll. Das war die Idee von Paulo Bento, dem Trainer der Südkoreaner. Für den Weltpokal ist das Spiel fast spannender hinsichtlich der Karten, denn das ist das Einzige, was heute Südkorea wirklich noch schwächen kann, wenn sie heute eine rote Karte sehen oder die Vorbelasteten eine zweite gelbe sehen. Deswegen hat Bento da überhaupt nicht lange gezögert mit seinen neuen Spielern, mit Park und Lee. Denn nochmal, gelbe Karten werden nicht mitgenommen. Wenn aber eine Sperre bei rauskommt, dann wäre das erste Spiel Pause angesagt in Kanada. Wenn es im nächsten Jahr dann losgeht. Mohamed Ahmed für Abdulrahman. Son im Laufduell mit Ismail. So, jetzt wieder das Duell. Wieder das Duell Ismail gegen Son. Und das hat er jetzt gut gemacht. Jetzt hat er mal das Duell gewonnen gegen Son. Eins der Probleme im Hinspiel bei Ismail, dem Rechtsverteidiger, der überfordert war mit Südkoreas Superstar, mit Hong Min-Son. Khamis Ismail Mannschaft spielt, das haben wir im Hinspiel schon gesagt, ausschließlich in der Liga der Emirate. 5-6 Vereine, die Spieler stellen. Al Jazeera aus Abu Dhabi, Al Ain ebenfalls Abu Dhabi. Al-Wassel aus Dubai, also sicherlich sehr interessante Spieler, sicherlich ein sehr interessantes Land, das versuchen will, in den nächsten Jahren ranzukommen. Erster Schritt ist gemacht mit dem Halbfinale bei der Asienmeisterschaft, da hatten sie den Heimvorteil. Wird spannend sein, ob sie das halten können. Mach gut, kein Abseits. So, mach gut. Wäre vielleicht die Chance gewesen, nochmal einen kleinen Lauf zu starten, weil nachdem sie jetzt 7 Tore kassiert haben, ist das erste Ziel eigentlich, die Serie mal zu beenden und mal wieder vorne Chancen zu kreieren und vielleicht ja auch zumindest das eine Tor heute zu machen. Abseits Son. Ja, gut gemacht von der Verteidigung. Abdulrahman
Drei Brüder auch heute wieder in der Startelf. Oma ist der große Star auf der linken Seite mit der 14. Gewinnt das Duell gegen Namtahi. Bermann. Am Ende geht's nicht durch für... Doch, jetzt bekommt er den Ball und schickt Mabrut. So, nächste Chance für die Emirate. Abdulrahman, kurze Flanke, flach gelöst, Chance. Und nichts genutzt. Müsste Khalil gewesen sein, der neue Stürmer. Hier hat gleich Südkorea davor, ist eigentlich schon verteidigt. Dann kommt der zweite Ball und da haben sie richtig Glück. Ne, es war Mohammed Abdulrahman. Durch die Ecke. Und der nächste Kopfball, Khasif. Kann sich mal auszeichnen, halbe Stunde gespielt, 1:0. Auch das Ergebnis, hat Bert van Marwijk gesagt, kann heute ein Erfolg sein. Auch eine Niederlage kann heute ein Schritt nach vorne sein. Bamann. Versuch, Mabrut hoch anzuspielen. So viel das Tor im Hinspiel. Langer Ball auf Mabrut in der dritten Minute, als Südkorea ein bisschen geschlafen hat. Kwon, super Ballannahme. Lee Jong bei der Ecke. Oh, überraschend. Hoch reingetreten. Vorher war einer rangekommen für die kurze Variante. Dann aber doch einfach mal hoch rein. Schien sehr offen, der Strafraum für Südkorea. Ki, nächste Ecke, rausgeholt. Von Ki, hat ein Tor gemacht im Hinspiel. Suk die anderen beiden und Son, wie erwähnt, dreimal. So, nächste Chance, abgeblockt von der Verteidigung der Emirate. Mabrut braucht jetzt Unterstützung der Mitspieler, zum Beispiel Omar Abdulrahman, aber der Ball ist harmlos, kommt nicht gut. Ki weiter für Suk. Vorteil angezeigt für Ki, der ist zu weit, kommt nicht ran und jetzt sehr gut gemacht, gibt es die gelbe Karte für Ismail, er wäre gesperrt, würde es ein erstes Spiel beim Weltpokal geben, was mit gelben Karten gemacht wird, die im Weltpokal nicht abgesessen werden können, also Gelbsperren. Das ist im Moment noch nicht ganz klar, ob man die dann in die Qualifikation nächstes Jahr mitnimmt. Das wäre allerdings doch ein sehr langer Raum, über den man dann sozusagen diese Sperre mitnehmen würde. Insofern wahrscheinlich keine Auswirkung, diese zweite gelbe Karte für Ismail Abbas. Khasif. Khalil für Abdulrahman. Mohammed Ahmed. Abdulrahman für Khalil. Auch der Ball ein bisschen zu weit, hatte eine gute Chance. Der neue Stürmer neben Abud, Ahmed Khalil, spielt in Dubai bei Shabab Al-Ahli. Letztes Jahr Zweiter in der Liga der Vereinten Arabischen Emirate. So, nächste Grätsche müsste auch gelb geben.
Das ist Garib. Mohamed Ahmed Garib. Nächste Gelbe für die Emirate. Auch das ist eben ein Zeichen, dass es schwer ist, die Koreaner zu stoppen. Halbzeit in Wellington beim letzten Spiel dieser Asien-Qualifikation. Son mit dem 1:0 für Südkorea. Nicht ganz so spektakulär wie das Hinspiel. Trotzdem sind wir gespannt auf den zweiten Durchgang. Die Emirate wirken in einigen Phasen sehr gut nach vorne, in anderen Phasen allerdings auch schon ein bisschen erschöpft gegen sehr gut heute aufspielende Südkoreaner, die natürlich ein bisschen Entspannung haben durch das Hinspielergebnis. Paulo Bento wieder aufatmen, 6 Tore weiterhin notwendig, um Südkorea zu stoppen. Wird wahrscheinlich nicht reichen, trotzdem freuen wir uns drauf. Melden uns gleich wieder hier aus Wellington mit dem zweiten Durchgang Südkorea gegen die Vereinten Arabischen Emirate. Bis gleich.